In diesem Video gebe ich euch ein paar Tipps, wie ihr euren Seitensprung verheimlichen könnt. Ach so, hey, wir laufen schon. Danke. Herzlich willkommen am besten Dienstag in der Woche. Herzlich willkommen zur erotischsten Webshow auf YouTube. Herzlich willkommen zu Worldwide Wohnzimmer. Letzte Woche hatten wir wieder ein wunderbares Video. Nee, war scheiße. Nee, war richtig gut. Nee, war richtig beschissen. Und zwar haben wir Melinas Matratze untersucht und wir waren bei den Champagnons, dem besten Kanal Europas. Schaut mal rein. Warum ist die Matratze von Melina Sophie so gelb? Ja. Mögliche Ursache für die gelbe Färbung, wir wollen deine Frage ja auch beantworten. Ed, fick dich da, Gibi. Melina hat sich mit dem Kopf da drauf gelegt und hat sich dreimal gedreht. Hör auf, den Hass zu schüren. Piep, 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 ich hab ne SMS, oh. Ich hab ne Simse. Die Champagnons wussten direkt, die wollen uns nichts Böses, die wollen nur Gutes tun. Ja, es lag Liebe in der Luft. Übrigens passiert. Wenn ihr 11.000 Likes erreicht, wird der Benny mir die Nägel schneiden, die Fußnägel schneiden. Immer wenn ich eine Wette einreiche, wird das nicht von euch vollzogen. Jetzt haben wir knapp 10.000 Likes, aber keine 11.000. Es gibt mal wieder eine Wette und zwar müsst ihr mir wieder helfen, Leute. Bitte schafft die 11.000 Likes, denn ich habe eine riesen... Sollen wir wieder auf 10 zurückgehen? Nein! 11 schaffen die anscheinend nicht. Das schaffen die bei mir! Likes und Dennis wird in einer Folge ein komplettes Glas Honig essen. Übrigens passiert. Und zwar sind wir oder waren wir am vergangenen Samstag beim Let's Play Poker live und wir drehen gerade am Freitag. Wir wissen also nicht, wie es ausgegangen ist. Fakt ist, wenn wir gewinnen sollten, ist es eine Blamage für alle, die mitgemacht haben, weil wir uns nämlich gestern erst ein Papier ausgedruckt haben mit den Regeln. Statistisch gesehen, 5 Outs. König oder 9? Bam, bam, bam. Ja! Oh! Wahnsinn! Das gibt's doch nicht! Mein Team ganz vorne. Erst Tube Clash, Let's Play Poker. Die wollen uns. Wir müssen zwar vorher immer fragen und immer betteln und immer sagen, hey, nimm das mal mit rein, aber am Ende klappt's doch. Schon gehört! Jetzt trag mal deine Scheiße vor. Geheimplan, Ilk zum ESC. Nach dem Abschuss von Xavier Naidoo sucht Deutschland händeringend um einen ESC-Nachfolger, der für Deutschland singt. Und aus unseren geheimen Quellen haben wir erfahren, dass Joyce Ilk schon in den Startlöchern steht. In einer dreistündigen Voting-Show sollen die Zuschauer bestimmen, ob sie mit Summerhill oder Malle für alle antreten soll. Oder eine Eigeninterpretation von Pur Hitmix steht auch noch an. Also diese drei Songs stehen zur Auswahl. Malle für alle, Pur Hitmix oder Summerhill. Ihr könnt es live in den Kommentaren wählen. Ihr habt jetzt ein paar Sekunden Zeit. Der Gewinner ist Party Hitmix. Also Joyce tritt für Deutschland an. Viel Glück. Hab mich wieder mal in dir betrunken. Was sagt ihr? Wird Joyce Ilk den ESC gewinnen? Schreibt's in die Kommentare. Fremdgeh-Tipps von Tante Bibi. Ihr kennt das ja, kein WWW ohne Bibi-News. Und auch diesmal ist es soweit. Und diesmal geht es um ein ganz besonders pikantes Video. Ihr habt es vielleicht schon in dem Vorspann dieser Sendung gesehen, welches 2012 auf dem YouTube-Kanal Hilfreich TV hochgeladen wurde. Seitensprung verheimlichen und Beziehungsproblem Affäre. Hallo, in diesem Video gebe ich euch ein paar Tipps, wie ihr euren Seitensprung verheimlichen könnt. Das erste ist, dass ihr natürlich mit diesem kommunizieren müsst und Kontakt halten müsst. Allerdings solltet ihr das nicht über eure normale E-Mail-Adresse machen. Legt euch hierfür eine Ersatz-E-Mail-Adresse an, die ihr halt eigentlich nur kennt. Der Link dazu kam von einer sehr, sehr aufmerksamen Zuschauerin. Vielen Dank nochmal. Wenn das der Julienko rausfindet, haut er doch glatt mit dem Gärtner ab, oder? Bibi, hätten wir das damals schon gewusst, wir hätten mit dir nicht die X-Mess-Gänge gemacht. Nee, also, wir hätten uns rausgezogen aus dem ganzen Zeug. Ja. Unglaublich. Was sagt ihr dazu?
Findet ihr dieses Video ganz interessant oder sagt ihr, das ist toll, dass die Bibi nicht nur Tipps gibt, wie man einen schönen Tag mit seinem Boyfriend verbringt, sondern auch wie man vielleicht fremdfickt? Schreibt es mal in die Kommentare und seid ihr auch mal fremdgegangen oder ist eure Mutter vielleicht mal fremdgegangen? Schreibt es einfach mal rein. Zuschauerfrage! Melinas Handatlas. Mal wieder eine Frage von John Doe alias Fick dich, Dagi B. Welcher Kontinent ist auf Melinas Hand? Ja, und wir werden mal nachschauen. Okay. Ich habe geguckt, also Europa ist es nicht. Europa ist es nicht, Afrika ist es nicht, Asien ist es nicht. Man weiß es nicht. Eine Fantasiewelt! Haben wir eine lustige Antwort vorbereitet? Nein, haben wir nicht, siehst du doch. Oh Gott im Himmel! Welcher Kontinent ist das, Benny? Dein Hintern. Stellt uns eure Zuschauerfragen in die Kommentare und Team Volta wird sie natürlich dann beantworten. Haben wir die jetzt beantwortet? Dein Hintern. Juhu! Endlich wieder YouTuber im Fernsehen! Ja! Ja. Geil! Ist denn wieder Dagi B bei TV Total oder Lions oder so? Im Rahmen des TV Labs hat der richtig coole TV-Sender ZDF Neo tolle Teams gegeneinander antreten lassen und die Teams hatten die Aufgabe, innerhalb einer sehr kurzen Zeit ein Video zu produzieren und damit die Zuschauer von sich zu überzeugen. Das Rennen hat nun Team Hashtag Dwing gemacht. Drin bei Dwing sind Obacht, Michael Schulte, Yeah, the voice, Alexi Bexi, oh Mann, ich lauf schon wieder durch den Raum, Lars Fricke von Scene-Take TV. Wir sagen Juhu und herzlichen Glühstrumpf, ihr habt es ins TV geschafft! Und wenn euer Projekt nur halb so erfolgreich wird wie Baby bei Popstars, liegt ihr sogar ganz knapp über Senderschnitt. Und Benny, möchtest du mal ins Fernsehen? Ja. Womit denn? Mit meiner ganz besonderen Clown-Knet-Show. Wir haben ihn heute hier. Er ist der Shootingstar unter den YouTubern und kennt Kelly Mrs. Vlog. Besser nackt als angezogen. Hauke. Und hinter Hauke befindet sich auch ein Gast. Und ja, stell dich doch mal vor. Das bin ich. Hallo, ich bin Fabian Sigismund, Creative Director bei Studio 71 und manchmal auch YouTuber. Und Batman. So ist YouTube. Ja, schnell, ja, genau. Schnell Schnitte. 5 Sekunden maximal, ja. Dann direkt weiter. Dann ich direkt mach das auch schon. Dann tippen wir. Tschüss! Geil! Wir haben ja unsere Zuschauer vorher gefragt, was wir mit dir machen wollen. Und da habe ich mir die Top 3 Vorschläge rausgesucht. Frank hat geschrieben, eine Challenge, wo man zur Bestrafung Hundefutter essen muss. Easy. Platz 2, lutscht seinen Schwanz. Easy. Und Platz 1, Dildo ins Maul. Easy. Wir haben ein richtig lustiges Spiel mit dir vorbereitet, weil wir wissen ja, dass du nicht nur der älteste YouTuber der Welt bist, sondern auch Creative Director. Das heißt, aber sag mal, das ist ja wirklich, ich habe das neulich auch überlegt. Ich kenne in Deutschland spontan keinen YouTuber, der älter ist. Wie alt bist du denn? 40. Ich hätte gedacht, du wärst Anfang, sicherlich. Mitte 30. Oh. Tatsächlich hätte ich gedacht. Darauf erhebe ich mein Glas. Ist ja gar kein Alkohol drin. Du bist ja auch als Creative Director dafür zuständig, Marken und YouTuber zu verbinden und authentisch eine Marke zum Beispiel in einem Video darzustellen oder zu verbinden. Idealerweise. Suchen wir heute den King of Sponsoring. Ein Pool mit YouTubern vorbereitet. Yay, Pool. Und ein Pool mit lustigen Produkten. Und die entweder noch nicht auf dem Markt sind, das heißt, die kommen bald auf den Markt, oder sie sind auf dem Markt. Ich würde sagen, wir ziehen alle nacheinander. Ja, aber erst die YouTuber und dann die Marke. White Titty, kenne ich nicht. Mhm. Produkt, saftiger Herzschinken mit Kastanienrand und extra großen Fettaugen. Ich würde sagen, die fahren auf ein Festival und essen da halt die ganze Zeit, 7 Minuten lang, immer diesen saftigen Herzschinken mit Kastanienrand und extra großen Fettaugen und machen dabei Challenges mit diesem Herzschinken, zum Beispiel Selfie-Challenges mit dem Schinken und demonstrieren, dass der Schinken runterfallen kann, trotzdem nicht kaputt geht. Ja. Le Floyd, Oma 35 sucht, der Ratgeber für junge Großeltern, die nach dem Rauswurf der mehrfach trächtigen 16-jährigen Teenie-Terror-Tochter nochmal so richtig Lust auf das Leben verspüren. Also Le Floyd macht ja kritische Inhalte. Le Floyd macht eine News und der Titel ist Oma ins KZ. Das ist der Videotitel. Genau. Und Hitler kommt zurück. Und dann machen wir dann. Titten hängen in den Kniekehlen. Finde ich gut. Nehme ich dir ab. Der macht den. Ja, das ist authentisch. Der Titel des Ratgebers könnte auch so ein Videotitel von Le Floyd sein. YouTuber Ponk. Ponk. Okay. YouTuber. Fleasy. Der rollbare Fliesentisch mit extra breiter Ablage zum noch komfortableren Zigarettenstopfen. Ponk war ja eine Comedy-WG.
Was sind die Fliesentische eigentlich so? War das eine Comedy-WG? War eine Comedy-WG. Habe ich nie verstanden. Ja. Soll ich das so sagen? So. Genau, und dann kam Joyce. Und sag mal. Ja. Also die haben hier eine coole Einrichtung gehabt, so blaue Wände und so einen komisch karierten Fußboden. Und da könnte ja Fliesi eigentlich gut reinpassen, oder? Ja, finde ich auch. Und da die ja immer irgendwie neue WG-Bewohner bekommen haben, könnte ja der neueste Bewohner reingerollt kommen auf dem Fliesi. Auf dem Fliesi schlafen und leben. Der darf sich auch nicht wegbewegen vom Fliesi. Der muss auf dem Fliesi leben. Und der wird auch immer mit dem Tisch in die Dusche schieben. Bei coolen Sketchen wird er auch immer reingeschoben. Das ist gut. Wird auch gar nicht erwähnt. Ist einfach, ist auf dem Fliesi. Finde ich gut. Ja. Total authentisch auch. Finde ich auch cool. Ja. Die Lochis? Ui. K.O. Kakao. Das geschmacksneutrale Ingetränk für den bewussten Anti-Adonis. Nur ein Shot und die Frauen liegen dir zu Füßen. Das passt natürlich. Also Lochis ne, ist ja ein Selbstläufer. Ja. Und, ja, da muss natürlich ein Song draus werden, klar. Ja, ja, genau. Und da liegen einfach immer noch schöne Frauen, liegen einfach nur rum. Ja. Die bewegen sich alle nicht, liegen nur rum und die Lochis machen halt ihr Ding, während die da halt so liegen. Ja, man kann ja die Leute und machen dann vielleicht auch noch Selfies natürlich. Ja. Date Rape oder so, ne? Date Rape. Ja, da kennst du dich besser aus als wir. Ja, ich bin 40, ja, du musst das kennen. Katja Krasavic ist auf dem Weg hierhin. Die Löwenkind Steelbox. Ja, Katja Krasavic kann einfach sich ihre Gymnastikübungen in der weißen Leggings zum Löwenkind machen. Und über der Steelbox und nachher ist die Steelbox weg. Ja. Ja. Richtig, genau. Tada! Twin TV habe ich jetzt gezogen. King Kondom, der Überzieher für ganz schön große Jungs. Ist auch ein Selbstläufer. Zieh mich da nicht mit rein. Aber das wäre doch eigentlich gerade ziemlich da mit rein. Das wäre doch eigentlich der Slogan. Denn der ist so groß, dass wirklich zwei reinpassen. Ja. Genau, mit Sack. Das ist die Idee. Wir moderieren eine komplette Sendung einfach in King-Kondom. Concrafter, ein verboten tief ausgeschnittenes, sandfarbenes V-Neck-Shirt aus Sammy Slimanis Review-Kollektion. Also ungefähr sowas. Super, ui. Oh. Alles klar. Man kann ja das, die Facecam vielleicht dann Ausschnittcam einfach runter machen. Und er hat ja auch viel so Produkte, er hat ja so ein Vitelli und er hat ja irgendwie Ukuleli. Und da kann man hier so irgendwie zwei Augen hinmachen und eine Nase und dann ist das halt einfach so. Titti oder Brusti oder so. Ja. Hört sich gut an. Und das macht dann halt das ganze Video durch. Ja. Dena. Professor Dr. Dr. Glatt Tarsch, die Anti-Popo-Pickel-Creme. Okay. Der hat eine Freundin. Ja, vielleicht kann die den ja einschmieren. Oder er schmiert sie ein. Fährt er halt die ganze Zeit auf seinem Longboard sitzend und kriegst halt Pickel am Po. Ist ja klar, aber das ist ja voll die raue Oberfläche und so. Stimmt. Dena kann man doch, muss man doch eigentlich Werbung für irgendeinen Genitalspreizer machen. Beyond Ballerer. Das Beste kommt zum Schluss. Bilou, das cremige Duschschaumerlebnis. Ja, das ist ganz einfach. Es gibt einfach ein Video von den Beyond Ballerern, in dem sie duschen gehen und sich gegenseitig einfach einreihen. Abonniert Bierbrauer. Ja, wir haben ganz, ganz viele Produkte authentisch eingebunden. So, liebe Freunde, ich hoffe, euch hat das Spiel gefallen. Fabian, hast du noch irgendwas, was du erzählen möchtest aus deiner rosa-roten Welt. Abonniert das Netzwerk. Schaut euch das Netzwerk an. Wir haben auch mal mitgespielt. Ja. Und jetzt hier, schaut euch das an. Boah, guck mal, wie ist das? Jetzt zieh mal die Arme hoch, dann mach ich das so. Ihr macht da eben einen Dildo dahin oder sowas. Aber schaut euch diesen Dildo an. Wird leider doch nicht den Webvideopreis für die beste Serie 2015 kriegen, denn jetzt hat ja Typgleich angefangen. Aber wir haben da mitgemacht. Das heißt, wenn Typisch gewinnt, gewinnen wir mit. Ihr gewinnt auf jeden Und Fall. Und wenn Netzwerk gewinnt, gewinnen wir auch. Dann war auch schon. Ihr könnt nur gewinnen. Tatsächlich. Aber muss man denn für den Webvideopreis die meisten Zuschauerstimmen wo haben? Ja. Ich glaube, man muss ja einfach, wieso wird denn sonst gefehlt? Bei 301 sein. Es ist okay. Okay. Brennt? Ich animiere einfach gar nichts. Ich hab's genau gewusst. Das sowieso nicht. So, tschüss. Tschüss. Wir haben letzten Samstag ein richtig cooles Video hochgeladen. Genau. Und zwar haben wir es unser Musikvideo hochgeladen. Piep, 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 ich hab ne SMS. Piep, 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 ich hab ne SMS. Oh, ich hab ne Sense. Klickt doch mal auf das Video und genießt diesen Sound. Eure Mutter, die auf dem Balkon steht, hat sicherlich auch langsam auch ihre selbstgedrehte Zigarette aufgeraucht. Und jetzt ist gerade, glaube ich, Zeit für eine Weisheit, oder, ja. Benny? Kommt diesmal von Cengiz. Ne? Männer, es ist so schwer, ein Mann zu sein. Frauen, es ist so schwer, eine Frau zu sein. Ist es nicht einfach nur schwer, Mensch zu sein? Oh Gott, ey. Trinkt mit eurer Mutter doch einfach mal ein Glas
Aperol Spritz. Genau. Und schlaft mit eurem Stiefvater. Und dann sieht die Welt schon wieder ganz, ganz anders aus. 100%. Dann ist nämlich euer großes Problem nicht mehr die Mathe-Klausur, sondern das Baby in eurem Bauch. Das ist der Humor. Auf Worldwide Wiedersehen. Ja. Also geht's, so geht's, wenn die Wände Leute singen, Eier. Abonniert Beyond Ballerer.